Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Grundab. Wir schauen uns jetzt den Schieberegler-Tempomat an, beziehungsweise der Schieberegler-Tempomat-Skript Version 1.0. Das Ganze kommt von Rackman, gibt es, weil Skript logischerweise nur für PC und Mac. Nun, was macht das Skript, wie es der Name schon sagt? Es fügt eine neue Möglichkeit ein, den Tempomat zu steuern über einen Schieberegler. Das Ganze ist jetzt gerade bei mir ein bisschen problematisch, weil ich nicht das passende oder die passende Hardware dafür zu Hause habe, aber ich glaube, das Grundprinzip kann ich euch zeigen. Generell geht es darum, dass man die Tempomatgeschwindigkeit über einen Schieberegler, sprich über eine Joystick-Achse, nach oben bzw. nach unten korrigieren kann. Und das Ganze, also sprich die Änderung ab nach oben oder unten, wird halt erst aktiviert, sobald man halt den Schieberegler dann aktiv schaltet bzw. halt aktiv nutzt. Nun, um euch das kurz zu zeigen, ich habe jetzt mal einen Controller dran gemacht. Mit dem Controller funktioniert es aber auch nur so halb gut. Ihr seht jetzt, der Tempomat ist standardgemäß auf 36 km/h eingestellt. So. Wenn ich jetzt die Achse nutze aus meinem Controller über die Digipads oder Joypads oder ihr wisst, was ich meine, diese runden Knüppeldinger da halt, ne, kann ich, wenn ich da mit etwas Gefühl vorgehe, seht ihr, wenn ich den weiter nach oben mache, kann ich den hier nach oben hin steuern. Wenn ich den jetzt wieder loslasse, kommen wir wieder auf die Ausgangsposition zurück. Das gleiche geht, wenn ich das Ganze hier nach unten mache, ne, und somit kann ich auch hier den ganzen Spaß wiederum damit einstellen. Ihr könnt die Achse jeweils auch wählen bzw. eigenständig einschalten, indem ihr in der Taste, also in den Tastenoptionen reingeht, dann unter Gamepad oder Tastatur, je nachdem, was ihr da halt machen wollt, ne? Und dann könnt ihr hier unter Schieberegler Tempomat eure jeweilige Achse einstellen, die ihr nutzen wollt. Ja, wie gesagt, in meinem Falle ist das jetzt hier halt ein bisschen blöd, weil wenn ich das so ein bisschen hier nach oben einstelle, also wie es ja so ein Schieberegler macht, bleibt der dann ja eigentlich in seiner Position. Das ist ja der Sinn eines Schiebereglers. Ne? Das Pad geht natürlich zack wieder automatisch zurück, ne? Und somit kommt dann halt hier sowas zustande. Ne? Aber je nachdem, wie ich das einstelle und ob ich das hier ein bisschen mit Gefühl mache, seht ihr, reagiert er auch, ne? Je nachdem, wie feinfühlig ich das Ganze hier einstelle. Ja, ist also für Leute was, die halt einen Joystick zu Hause haben und an den Joystick ist wiederum ein Schieberegler dran. Gibt es ja bestimmt den einen oder anderen, der halt Lenken und Gas und Bremsen halt mit Joystick macht. Ja, für alle die haben jetzt hier dementsprechend eine Option, wenn das vorher nicht möglich gewesen wäre. Deswegen. Aber für alle anderen, die außerhalb von Joysticks sind, weiß ich nicht so genau, ob das so sinnvoll ist, aber also oder ob das für euch sinnvoll nutzbar ist. Aber ja. Das, was es machen soll, macht es aber. Und deswegen haut das auch so weit hin. Nette Sache, interessante Sache vor allen Dingen. Nun, wenn wir uns einmal den Log anschauen, sehen wir sauber. Wir reden hier von 10 Kilobyte. Also können wir ohne Probleme nutzen im Multiplayer und im Singleplayer. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.